Pironi und ich berührten uns. Wer die Schuld hat, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube wohl beide. Es ist halt passiert. Wir haben zwei Fahrzeuge zerstört und das Rennen nicht mitgemacht. Trotzdem, nach einem Autorennen vergisst man die hässlichen Augenblicke. Es bleiben nur die schönen. Was das ist, schwierig zu beschreiben. Eine Mischung von Gefühlen in der Magengrube, eine nervöse Spannung, die von Freitag bis Sonntag ansteigt. Die Menschenmasse, die Interviews, die Fotografen und der Zwang, den Rennwagen professionell abzustimmen. Die Rennen, die schlecht oder gut verlaufen, das sind Dinge, die bizarre Empfindungen auslösen. Les performances, qui sont bonnes ou mauvaises, c'est un ensemble de choses qui donnent des sensations bizarres. No, it's always something that happens to somebody else, never to you. Es trifft immer andere, nie einen selbst. If they did, they're crazy. So you always think. Ich lebe ewig. Das ist nicht das Problem. I'm gonna live forever, so it's no problem. For the moment, I'm im Augenblick mache ich weiter und möchte ganz gerne noch ein paar Mal gewinnen, um mich und mein Bankkonto zu befriedigen. Dann hoffe ich, ein ausgeglichenes und glückliches Leben führen zu können. Then I intend to settle down to a well-balanced and happy life, I hope. I think it's self-satisfaction of knowing that you're quicker than all the other people that are out on the circuit. Ich glaube, es ist die Genugtuung, zu wissen, dass du schneller bist als die anderen. Wenn du sie und ihre Maschinen schlägst, ist das ein sehr gutes Gefühl. Was es für mich bedeutet? Ein Haufen Geld, viel harte Arbeit und für mich ist am wichtigsten, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ich sage mir immer wieder, dass das ein gefährlicher Sport ist. Ich mich nicht gehen lassen darf und selbstgefällig werde und immer daran denke, dass etwas passieren kann, außerhalb meiner Kontrolle. Im Augenblick fühle ich noch, dass es sich weiterzumachen lohnt. Wenn ich eines Tages aufwache und nach ernsthaftem Nachdenken zu dem Schluss komme, dass das Risiko, das Vergnügen des Rennsports nicht mehr aufwiegt, dann würde ich aufhören. Ich muss völlig verrückt sein. Viele meiner Freunde hatten Unfälle und schließlich bin ich keiner der Fahrer, die viel Geld verdienen. Deshalb glaube ich, muss ich ein bisschen verrückt sein. Hure beschimpfen Kritiker gerne die Formel 1. Nüchterner heißt das, die Formel 1 ist ein Geschäftsunternehmen, das sich an den Meistbietenden verkauft. Die Formel 1 ist ein Zirkus, sagen viele und meinen auch dies wiederum abwertend. Die Formel 1 ist tatsächlich ein Zirkusunternehmen, das mit einem Tross von rund 300 Mitarbeitern um die Welt zieht und 16 Vorstellungen gibt. Die Freilichtbühnen sind die Arenen von Schweden bis Südafrika. Die Formel 1 ist eines der ältesten Spektakel.
Es geht um Pferdestärken, Wettkampfmann gegen Mann mit eingebauter Todesfolge, Dollars und Spielen. Rennfahren ist Fulltime-Job geworden, nicht mehr das mondäne Wochenende von Herrenfahrern, sondern Stressjob rund um die Uhr gegen die Digitalanzeige. Sie schinden sich und ihre Fahrzeuge auch zwischen den Rennen in Tausenden von Testkilometern. Otto-Motor-getriebener Veitstanz, der verboten gehört, oder nichts als eine Show. Oder eine Sportart wie andere auch. Eines ist sicher. Wie in allen anderen extrem betriebenen Hochleistungsdisziplinen leidet der olympische Geist an Auszehrung. Nur zur Askese und totaler Selbstkontrolle fähige Männer werden Weltmeister. Und das ist in der Formel-1-Legion nur eine Handvoll, für die nur dabei sein nichts ist. Gekleidet sind sie wie Artisten, zweckmäßig bunt. Es gibt bei den Teams eine Kleiderordnung wie bei Soldaten, von der Werbeabteilung des Geldgebers diktiert. Wer gut zahlt, bekommt eine rasende Litfaßsäule als Gegenwert. Auf der Rennstrecke tobt schon im Training die Schlacht gegen die Uhr. Die Fahrer schnappen nach tausendstel Sekunden. Trainingsunfälle sind zahlreich. Das Training ist oft dramatischer als das Rennen. Lass den Schwächling angstvoll zagen. Wer um Hohes kämpft, muss wagen. Leben gilt es oder Tod. Gneisenausches Pathos, einer Biografie Bernd Rosemeyers als Leitmotiv mitgegeben vor 4 Jahrzehnten. Graf Berge von Trips, 1961 in Monza tödlich verunglückt. Wir brauchen für einen sportlichen Kampf, wie ihn damals die Ritter führten, ein technisches Mittel. Niki Lauda hält das für einen Schmarrn. Ritter sind out, Opfer sind out, Helden sind out. Obwohl die Wagen wie auf Schienen ihrer Bahn ziehen, werden die Risiken für die Piloten immer größer. Der Teammanager von Ligier. Der technische Fortschritt in der Formel 1 sei gewaltig. Schon heute können die Piloten nicht mehr den Kopf aufrecht halten in den Kurven und haben alle Mühe, mit den Füßen die richtigen Pedale zu erwischen. Wenn ein Fahrer in einer Kurve bei 2,5G Querbeschleunigung einen Fehler macht, poff. Ekstatische Szenen vor dem Rennen. Aus Sicherheitsgründen ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt. Debütanten und Formel-1-Piloten ohne Stammplatz müssen sich in einem Vortraining nämlich erst einmal um die Teilnahme am offiziellen Training prügeln. Numerus clausus in der Formel 1. Weil die Fahrer alles riskieren, wird die Vorqualifikation oft zum dramatischen Schlachtfest. Arturo Merzario ist eine sympathische Erscheinung und der letzte Amateur. Seine Erfolge als Rennfahrer sind Vergangenheit. Ferrari-Werksfahrer, Sportwagen-Weltmeister. Nun kämpft er 50 Kilogramm mit seinem Eigenbau, 500 PS, und enthusiastischen Freunden um die Zulassung mit einer startunwilligen Maschine. Kann er sich für eine Vorstellung qualifizieren, fährt er als Rücklicht des Feldes mit, als Rettungswagen, und erlebt deshalb viel. Er war der Erste, der Niki Lauda aus einem zertrümmerten Wagen zog. Spötter meinen, man sollte ihm noch ein Medizinstudium finanzieren. In Sekundenschnelle erste Hilfe. Aber in Monaco werden die Zuschauer auf den Auftritt von Arturo Merzario verzichten müssen. Der Aufsteiger Riccardo Patrese, die Hoffnung der Italiener, zerschmiss im Vortraining sein Auto. Mit dem Ersatzwagen gelang es ihm, sich zu qualifizieren, worauf er kurz danach auch diesen Wagen an den Leitplanken verschrottete. Und das ist der Wagen von Riccardo Patrese. Ja. Und er zerstörte ihn. Ja. Aber Sie sind jetzt sehr ärgerlich. Nein, sowas passiert halt. Aber Sie müssen jetzt noch arbeiten. Es ist bereits 2 Uhr morgens. Ja, leider sind wir in der unglücklichen Situation, dass er schon gestern den Wagen zerstörte, an derselben Stelle. Dasselbe Teil des Fahrzeugs. Ist das ein Totalschaden? Dieser Unfall?
Normalerweise würde man das Fahrzeug verschrotten. Wir mussten die Maschine und das Getriebe ausbauen. Auch die Antriebswellen und die Luftleitbleche waren beschädigt und mussten ersetzt werden. The axle that drives from the gearbox to the rear wheel was damaged beyond repair, plus the side of the aerofoils that run on the car were damaged and had to be replaced. How long are you doing this job? Wie lange machen Sie diesen Job schon? 5 Jahre. Und immer mit dem Herzen? Natürlich auch fürs Geld. Ja, ich muss ja von irgendwas leben. Yeah, I have to live, yes. You earn not so much as Sie arbeiten wohl mehr, als Sie verdienen. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Und was ist Ihre Motivation? Befriedigung und beim Motorsport dabei zu sein, glaube ich. In der Welt herumzureisen und diese Arbeit zu machen, es ist schwierig zu erklären. Wären Sie eigentlich gerne selbst Rennfahrer? Nein, nein, ich glaube, ich habe nicht die Nerven dazu. Sie verstehen Nerven. You admire. Bewundern Sie die Fahrer? Ja, sicherlich. Wenn ich den Wagen mit stotterndem Motor an die Boxen fahre, kann ich fühlen, wie kraftvoll er ist. Wenn du ein bisschen Gas gibst, unheimlich, ein Wahnsinn. Tremendous, tremendous, really is. How do you do? Good, nice to meet you. Thank you very much. See you later, Jackie. That's very, it's great to see it. There's no way, there's no money in the world. Es gibt nicht genug Geld auf der Welt, das dich je für das Risiko entschädigen könnte, das du eingehen musst. Wenn ich es nicht wirklich wollte und lieben würde, könnte mich niemand in einen Rennwagen hineinzwingen. Ich tue es wirklich nur, weil ich es aufrichtig liebe, Rennen zu fahren. Ich glaube, das ist etwas, von dem ich besessen bin. Es ist mein größter Wunsch, Rennen zu fahren.
become much more important. Die Fahrzeuge werden immer wichtiger, als es einmal der Fall war. Vor 6 Jahren, als Jackie Stewart regelmäßig mit unseren Autos gewann, hatte er wahrscheinlich nicht den besten Wagen auf der Rennstrecke. Aber da er ein solch guter Fahrer war, konnte er Grand Prix gewinnen. Sie haben sich in den Rennsport zutiefst verliebt, ist das nicht so? Naja, ich mag das, was ich tue. Ich bin glücklich, dass ich damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich mag's und ich mag damit nicht mehr aufhören. I wouldn't like to have to stop doing it. Und wenn ich es Ihnen verbieten würde, wären Sie ein sehr unglücklicher Mann. Ja, ich wäre unglücklich. Haben Sie manchmal Angstgefühle? Ja, das ist mein größtes Problem im Rennsport. Die Tatsache, dass ein Fahrer verletzt werden kann, entweder durch ein Versagen des Fahrzeugs oder weil er einen kleinen Fehler machte. Das ist für mich der größte Kummer im Motorsport. Aber das gehört dazu und man muss sich damit abfinden. Er verkauft im Jahr allein in Frankreich rund 60 Millionen Flaschen Pastis. Er besitzt Reisfelder in der Camargue, Inseln, Freizeitzentren, Schlösser, einen Flughafen und eine Grand Prix-Rennstrecke nahe Marseille. Der steinreiche alte Mann heißt Paul Ricard, ein Philanthrop, ein Künstler, ein anisverklärter Philosoph. Karajan, der Dirigent, das sagt jeder, das ist hohe Kunst, das ist erhabene Musik. Aber er hat nichts als seine Hände. Nicht er macht die Musik, er versteht es, das Orchester zum Klingen zu bringen. Das ist Kunst. Ob man zum Beispiel wie Jackie Stewart einen Rennwagen beherrscht, oder die Gioconda geschaffen hat, oder Dirigent ist wie Karajan, dann ist man Künstler. Der Patriarch, der in seinem Unternehmen eine große Familie sieht, macht manche über sich lächeln. Er malt und reimt, will mit seinem Geld mithelfen, das Mittelmeer zu retten. Der Vrai Pastis de Marseille war sein Rezept zum Grundstock seines Reichtums. Er residiert über seiner Rennstrecke. Sein wichtigstes Motiv, diese Rennstrecke zu bauen, war nicht, sich in einem Grand Prix-Kurs zu verewigen, sondern ein Übungsfeld für die Verkehrserziehung der französischen Jugend zu schaffen. Ich liebe die Musik. Hier genieße ich sie. Wenn ich male, stelle ich die Stereoanlage an. Das beruhigt und entspannt. Und jeden Sonntag der Motorenlärm dazu? Nein, nein, man hört ihn nicht. Was wollte denn der Walter Wolf, als er 10 Jahre alt war? Ja, mein Wunsch damals war, ein Autorennfahrer zu werden. Und dafür ist ja jetzt, ich kann nicht Weltmeister werden, weil ich kann ein Auto bauen, das vielleicht Weltmeister werden könnte. Und wissen Sie, bei mir hat immer interessiert Autos, Flugzeuge, Geschwindigkeitsbooten. Wenn ich die Möglichkeit hätte, nach Mond zu fliegen als Astronaut, wäre sehr wahrscheinlich. Aber wo ich 10 Jahre alt war, haben wir vom Mond nie gedacht. Ne? Vielleicht bin ich auch verrückt. Aber Formel 1, das ist für Sie eine Spielwiese. Das Hobby, ein sehr exklusives Hobby eines Mannes. Aber nicht das Wichtigste, was Sie tun. No. Das ist überhaupt nicht wichtig. Ich meine, das ist für mich ein Challenge, dass er ganz was mich umgibt mit anderen Leuten. Mit Leuten, dass ich umgeben wollte sein vor 20 Jahren. Und ich, wie man sagt, alle Männer und alle Frauen sind Kinder, bis sie sterben. Der Unterschied ist, dass die Spielzeuge vom Jahr zu Jahr teurer werden. Und das ist ganz einfach. Dann sagen Sie doch bitte endlich, was Ihr Spielzeug so über den Daumen gepeilt kostet. Ja. Wie? Mein Endsport und Formula 3 auch? Ja. Ich habe ja Formula 3 manchmal auch. Okay, aber ich voll hin. Ich weiß nicht genau, weil der Jahr nicht vorbei ist, wissen Sie, wird endlich 1 Million Deutschmark kosten. Walter Wolf, Austro-Kanadier, self-made man, reich durchs Ölgeschäft, immer findig, Deutsch hat er fast verlernt, dafür das Geschäfte machen, gelernt. Immer großzügig, ein Hubschrauber, ein Flugzeug, Rennboote, ein Unterseeboot, eine Villa in Cannes, im Fahrerlager immer umschwärmt von Mitessern oder Ehrengästen. Vor 2 Jahren beim Einstieg in die Formel 1 sensationell erfolgreich, sein jüngstes Projekt, eine Herrenparfümserie mit dem Odeur von Ölbohrern, Tiefseetauchern und Rennfahrern.
Wie die Sterne und Planeten, alles muss in der richtigen Konstellation sein, damit etwas Gutes daraus werden kann. Das macht den Rennsport so interessant. Wie Würfel, sie fallen immer anders. Und am Anfang eines Rennens weiß man nie, welchen Verlauf es nehmen wird. Es ist einfach das vollkommene Ränkespiel, wie das alles vor sich geht. Ich mag Niki Lauda aus vielen Gründen, weil ich glaube, er ist der konzentrierteste, geistigste. Er ist vermutlich durch seine Erfahrungen mit sich ins Reine gekommen. Ich mag ihn sehr. Aber ich mag auch Mario auf seine Weise, weil er verdient, Weltmeister zu werden. Ich mag Jody Scheckter. Er ist wie ein raubeiniger Komödiant. Ich mag auch John Watson. Er ist wie ein katholischer Priester. Wissen Sie, ich mag noch so viele andere. Je mehr ich sie kennenlerne, umso schwieriger wird es zu definieren. Pflichtübungen für Fahrer neben der Rennstrecke. Interviews, posieren, angesprochen werden. Es gehört natürlich zum Kontrakt, den Rummel mitzumachen, ein Millionenhonorar zu amortisieren. Formel-1-Fahrer sollen heute nicht nur schnell sein, sondern auch nett, gefällig. Neben dem harten Job auch noch im PR-Zirkus freundlich agieren. Es ist eine Leidenschaft und ein Laster. Aber ich kann es nicht aufgeben wie alle wirklichen Laster. Und der Rennsport ist eines davon. Er gibt meinem Leben einen Sinn. Es ist für mich wichtig, dicht bei den Wagen zu sein. Es macht mir Freude, sie zu beobachten, wenn an ihnen gearbeitet wird. Und vor allem ist es sehr wichtig, eng mit den Fahrern verbunden zu sein. Denn einige werden im Rennwagen zu menschlichen Superwesen. Daran gibt es meiner Meinung nach keinen Zweifel. Mit ihnen zu sein, ist ein Privileg. Bei einem Rennwagen muss was kaputt gehen. Dafür ist er ein Rennwagen. Dass bei einem Rennwagen immer wieder was kaputt geht, ist der Beweis dafür, dass es sich um einen Rennwagen handelt. Im Fahrerlager sind die Logenplätze der Formel 1. Der gnädigen Frau des Geldgebers wird der Fahrer gern persönlich vorgeführt. Das Fahrerlager ist auch der Arbeitsraum der Fachpresse. Formel 1 Berichterstattung ist die Domäne von Spezialisten geworden. Die Journalisten haben sich in einem Verband zusammengeschlossen und hüten eifersüchtig das Monopol, mit den Größen der Zunft zusammen zu sein. Ich habe oft schon gesagt, auch zu meinem Verleger, ich hab's leid. Ich hab's leid. Quand j'ai quelque chose à manger, je suis content, tu crois? Alors. Die Formel 1 macht mir deshalb Vergnügen, weil ich Motoren mag und weil ich gerne reise. Ich versuche bei jedem Grand Prix für eine Geschichte zu sorgen. Da die Geschichten nicht passieren, muss ich sie passieren lassen. Not too bad today. Not too bad today. You got some hundreds in still? Man geht zu den Leuten hin, mit der besten Absicht, sich mit ihnen zu unterhalten. Sehr häufig hört man nichts anderes als Fuck off. Das ist das Schlimmste an dem ganzen Job, dass man sich dauernd in Wartestellung befindet und hofft, dass irgendeiner von den Großen mal einen Moment Zeit hat, dass er mit einem redet, dass er einem irgendeine Auskunft gibt. Easy? So, so. Hä? So, so. Oder dass er einen halt auch wegjagt. Man ist manchmal schon erlöst, wenn man weggejagt wird. Dann braucht man ihnen keine Fragen mehr zu stellen. Fragen, die man ihnen vielleicht vor einem halben Jahr oder vor zwei Jahren schon mal gestellt hat. How's it going? Okay. Do you think you can get some quicker? Yeah. I think so. Yeah? Okay. Wer meint, ihr könnt noch schneller fahren? Und heutzutage ist der angebrachteste Platz in der Arschritze des Piloten. Hast du viel geändert seit gestern? Weniger Flügel und so. Aber jetzt kommt es drauf an. Im letzten Training jetzt. Ja. Dass man ja nichts, keinen Laut, den der Gott von sich gibt, verpasst. Nur leider ist der Platz sehr beschränkt dort. Es sitzen auch sehr viele schon da. Hier ist der Kurve. Es ist schwieriger zu fahren, aber es geht. Ja. Früher ist es so gewesen, wenn man einmal gut war,
oder einmal bei Mercedes war, hatte man quasi eine Weltmeisterschaft gepachtet. Aber heute ist ein Team nach einer errungenen Weltmeisterschaft so ausgelaugt und der Fahrer ist so fertig, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er im nächsten Jahr wieder Weltmeister wird. Wie ging es einigermaßen, oder? Ja, gegen eine Mannschaft ein sehr starkes Untersteuern. Mit einem anderen Satz Reifen, das heißt auch diese... Auch Holzreifen. Ja, ja, auch Holzreifen, ja. Und starkes Untersteuern und habe das reduzieren können, habe dann meine Zeit verbessert auf 49,0. Aber das ist wahrscheinlich nicht schnell genug für weiche Reifen zu bekommen. Zwar haben diese Projektile außer vier Rädern mit dem Serienautomobilbau nichts mehr zu tun, sind aber perfekt und verfeinert, intuitiv konzipiert und nicht ohne Improvisation. Die meisten Automobilgiganten hätten trotz ihrer überbesetzten Entwicklungsabteilungen kaum Chancen zu siegen. Das ist wie Amerika gegen Vietnam. Die Reifen sind das schwarze Gold. Alchemisten brauen ständig neue Mischungen. Kurzlebige Gummiwalzen, die sich breitlippig schwülstig auf der Straße festsaugen. Die Reifenbäcker haben in der Formel 1 das Monopol. Ohne Goodwill hat selbst das größte Fahrtalent kein gutes Jahr. Der Monatslohn dieses Reifenmonteurs beträgt den Gegenwert von drei dieser Formel 1-Walzen. Es geht dir so ins Blut, dass du nicht mehr davon loskommst, wenn du einmal dabei warst. Es ist schwierig, das einem Außenstehenden zu beschreiben. Wir kommen pro Rennen so auf 1500 Reifen. Und Sie, wie viel davon machen Sie eigentlich? Vielleicht 200? Oh, mehr als das. Sie zählen sie nicht? Nein, wir wissen nicht mal, wie viel. Mögen Sie die Formel 1? Oh ja, sehr. Aber Sie sehen ja eigentlich nicht viel davon. Nicht sehr viel, wir arbeiten ja die ganze Zeit. Das ist ein Jammer. Naja, das ist halt so. Haben Sie überhaupt einmal ein Rennen ganz verfolgen können an der Strecke? Ja, wir schauen uns meistens die ersten 4-5 Runden an, dann geht's mit der Arbeit weiter. Jurisprudenz hat er studiert. Formel 1 Manager ist er geworden. Der hier eigenhändig die Reifen für sein Team zusammenklappt, eine Art von Trockenbeerenauslese, heißt Teddy Meyer. Der Rechtsanwalt aus Pennsylvania half seinem Bruder Tim, Rennfahrerkarriere zu machen. Nach einer Kuppe in Tasmanien endete die Laufbahn Tims an einem Baum mit dem Tod. Nach dem Tode von Bruce McLaren, natürlich auch auf der Rennstrecke, übernahm der Rechtsanwalt die Firma, deren Hauptdarsteller hier James Hunt ist, im Arbeitsgespräch mit seinem Team. Das Löwenhaupt ist sein Leibmechaniker. 50-50. Ich sehe nie beim Start eines Rennens zu. Ein sehr gefährlicher Teil des Rennens, höchstwahrscheinlich der gefährlichste. Ich hoffe bloß, wenn die Wagen aus der ersten Runde zurückkommen, dass unser Wagen entweder vorne liegt oder wenigstens noch mitfährt. Haben Sie keine Angst, Angst vielleicht auch davor zu sterben? Ja, das ist eine sehr wichtige Sache. Ich denke ständig darüber nach. Ich habe ein sehr gutes Leben und Glück, aber ich spüre die ganze Zeit eine drohende Wolke über meinem Kopf. Das ist die Gefahr, die dieser Sport eben mit sich bringt. Aber wenn ich fahre, denke ich nicht daran, denn wenn etwas passiert, dann passiert es sehr schnell. Wichtig ist, zu Hause in einem ruhigen Augenblick zu überlegen, ob man Rennen fahren will oder nicht. Das Beste ist natürlich, keine Rennen mehr zu fahren, wenn die Gefahr zu groß wird. Sobald ich kann, werde ich aufhören. Das ist man sich schuldig. Denken Sie an den Tod, wenn Sie in den Wagen steigen? Niemals. Jeder muss seine Grenze ganz genau kennen und darf nicht versuchen, härter zu fahren, als er kann. Großer Preis von Deutschland. Die ersten Startplätze sind fast so wertvoll wie eine Lebensversicherung. Drangvolle Enge, die Gefahr tummelt sich im Mittelfeld. Rechts außen versucht Ricardo Patrese über den Sand neben der Piste sich um einige Plätze zu verbessern. Dann schnellt er diagonal durchs Feld. Ja,
Haben Sie großen Respekt vor den Helden wie Niki Lauda und Hunt oder all denen, die schon Weltmeister waren? Was meinen Sie mit Respekt? Auf der Strecke? Ja, auf der Strecke. Nein, auf der Strecke habe ich keinen Respekt vor Ihnen. Da bin ich einer von Ihnen, bin Ihnen ebenbürtig und versuche Sie zu schlagen. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Todesengel sind sie nicht, auch keine Totenvögel. Zitieren wir einen Sachverständigen. Das Leben der Rennfahrer ist gefährlich, aber auch voll Ruhm. Der Fahrer ist derjenige, der verletzt wird, aber auch derjenige, der Glanz und Glorie empfängt. Rennfahrer bieten einem Millionenpublikum Vergnügen, Unterhaltung, Spannung, Inspiration. Ihr Sterben ist ein Teil davon. Colin Chapman. Unfortunately, people were killed. Leider sterben dabei Menschen, die Fahrer können sterben. Ist das für Sie psychologisch gesehen eine Stresssituation? It is. It's a very worrying factor. Das ist es, das beunruhigt mich stark. Es ist etwas, mit dem man leben muss. Wir bemühen uns andauernd, unsere Autos und die Rennstrecken sicherer zu machen, aber dann und wann passiert ein schrecklicher Unfall. Broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ketteringham Hall, Norfolk. Colin Chapman ist der Patriziger der Formel 1. Aber er geht an technische Grenzen ohne Skrupel, sagen viele. In seinen Wagen starben Jim Clark und Jochen Rindt. Andere Teamchefs zwacken vom Sponsorgeld ihr Einkommen ab. Er hat das nicht nötig. Seine Autofabrik, seine Bootswerft erlauben dem gern als Genie apostrophierten Konstrukteur ein stilvolles Dasein. Selbst seine Rennwagen lässt er in blaublütiger Kulisse produzieren. Colin Chapman ist der erfolgreichste Konstrukteur im Formel 1-Sport. Vorausgesetzt, dass nicht zu viele künstliche technische Zwänge auferlegt werden,
und die Gelegenheit für Konstrukteure nicht vorbei ist, echte Verbesserungen zu schaffen, dann glaube ich, wird die Formel 1 in einem guten Zustand weiterleben. Aber durch eine Fülle von künstlichen Regeln wird sie zum Zirkus degenerieren. Und ein Rennzirkus bringt keinen technischen Fortschritt mehr. It will then just dissolve into a circus of racing circus and will not have any real technical merit or any real technical evolution. Aber wenn die Formel 1 sich zu einem Rennzirkus entwickelt, wäre das gegen ihr Interesse? Nein, nein, unter diesen Umständen wollte ich nicht mehr mitmachen. Nicht die Show? Nein, nein, wirklich nicht. Eine bessere Show? Sicherlich, das ist besser fürs Publikum, ohne dass wir keine Autorennen hätten. Und ohne ihre Eintrittsgelder können wir keine Rennen veranstalten. Saison 78, Lotus in voller Blüte. Ich habe gerade meinen liebsten Freund Ronnie Peterson verloren. Wenn Menschen wie er sterben, ist es nie mehr wie früher. Aber das Leben muss weitergehen. Wir wissen, dass das passieren kann. Dieser Tatsache musst du ins Auge sehen, wenn du weitermachst. Und das Rennen muss auch weitergehen. So ist es. Unglücklicherweise, ja. Eine Freundschaft unter Konkurrenten gibt es nicht, weil man kann nicht ja einen Tag lang einen zum besten Freund haben und nächsten Tag auf der Rennstrecke sich aufs Messer bekriegen, das gibt es nicht. Sondern wenn wir auf der Piste sind, dann gibt es eben, da wird das Messer in die Zähne genommen und wird gekämpft. Zwei Rennen nach Monza verursacht Hans Stuck diesen Unfall in Kanada. Doch außer einem zornbebenden Fittipaldi, den Stuck von der Strecke kickte, blieb der Zwischenfall ohne Folgen, wie 99 andere, die genauso fatal hätten enden können, wie der tödliche Unfall von Ronnie Peterson in Monza.